So. Wir müssen zur Kanalisation. Gemeindefriedhof, Stahlberge, da kam ich ja gerade her. Bahnhofsding, Zentrum. Okay, wir müssen auf alle Fälle hier lang. Und drüben wieder raus. Vielleicht finden wir da irgendein Symbol für Corneos Schatzkammern. So. Also ich habe keine Ahnung, ob für uns jetzt Chocobo-Reisen günstig ist, aber ich laufe gerne. Weil wir dann nämlich zwischendurch immer die Viecher haben und wir dann einfach Erfahrungspunkte kriegen. Und ich so viel Level mitnehmen will, wie geht. Weil Level heißt ja auch immerhin Waffenpunkte. Und Waffenpunkte bedeutet, wir können unsere Waffe aufmotzen. Und das ist sehr wichtig in diesem Spiel. Okay, so, jetzt sind wir hier. Jo, hier ist was. Corneos Schatzkammer, sehr gut. Das finde ich sehr nett vom Spiel, dass es da, dass es das auf die Karte schreibt. Weil wir ja jeden Ort davon eh schon einmal mindestens gefunden haben. Ist trotzdem dennoch sehr nett. Das ist Quatsch, ne? Nee, stimmt sogar. Hell. Und mit den ganzen Mogri-Medaillen. Medaillen. Medaillen. Müssen wir dann noch zum Mogri. Ah. Zack. Diamanten ist hier den. So. Jetzt kurze Frage. Wo haben wir hier noch eine Schatzkammer? Vor allem, wo sind wir? Ah, scheiße, wir sind in der eingestürzten Schnellstraße und nicht in der Kanalisation. Puh. Stavallmarkt, Tor zu den Slums, Immergrün Park. Ich habe keine Ahnung mehr, wo es in die Kanalisation geht. Aber normalerweise doch hier im Immergrünen Park, oder? Ja, komm, gehen wir hier durch. Monster sind Monster. Und Monster sind OP. So. Keine große Sache. Na, wir sind immerhin schon fast Stufe 28 dadurch. Ich weiß gar nicht, mit welchem Level man so beendet. Ach, ich bin immobilisiert. Oh Mann.
So. Und vor allem kriegen wir halt dadurch auch Gil. Und ich darf die Mogri-Medaille nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Oh nee, die mag ich nicht. Ach scheiße, das bin nur ich. Jetzt aber tiefer. Du hast... Jawohl. Ja, der war schon tot. Das hast du gut gemacht. Aua! Da hab ich einfach geboxt. Der hat mich eiskalt geboxt. Oh nee, ich sehe schon die Wobbelviecher. Die Wobbelviecher sind so ekelhaft. Oh, Barret hat Stufe 27 erreicht. Sehr schön, Barret. Huch. Barret macht richtig schnell Schock. Bei den Viechern. Nein, du bist doch ganz. Kiste. Wo muss ich lang? Ist wurscht. Okay. Moin. Oh ne, jetzt dreht sich das. Aua, aua, aua. Yay. Sag mal, wenn es immer mehr Viecher gibt, jedes Mal, dass man hier runterkommt. Runter. Haben wir jetzt hier irgendwo... Nein. Du wirst noch ein bisschen weiterlaufen. Oh, Seepferdchen. Magie. Ich habe keine Ahnung, ob Feuer gegen die hilft. Jo. Ich zähle auf dich. Oh, Tiefheitsstufe 28 erreicht. Ladestufe 28 erreicht. Ja, lol. Schlecht. Alter, wie schnell wir aufsteigen jetzt. Krass. Barret kann wieder. Fürs Gatling-Gewehr, das es sogar ausgerüstet hat. Hier. Machen wir mal das MP-Maximum. TP-Maximum, MP-Maximum, jawohl.
und weiter runter. Hui! Haben wir hier jetzt? Ne, das ist das Räubernest. Warten wir da nicht auch? Jetzt sind hier lang irgendwo. Hatten wir hier nicht auch eine Tür? Wir hatten doch irgendwo bei irgendwelchen Räubern hatten wir doch eine Tür. Ich sollte vielleicht auch den Kopf zum Kämpfen drücken. Erstmal verschnaufen. Ich bin weiter. Erstmal verschnaufen. Das sind die Prioritäten klar. Oh wow. So. Wir werden für nichts Zeit machen, bis wir am Ziel sind. Moin. Oh Mann, sie schon wieder. Eine Gigante. Jetzt ist Schluss mit lustig. Euch machen wir fertig. Ach, eine Gigante hat bloß... Oh, ich habe sogar Feuer. Lol. Aua. Immer auf, um mich zu hauen. Ich glaube, es hackt. Ey! Aua! Blitzrad. Ey, Gigante. Ach, Menschenskinder. Oh, wow. Ja, das kam doch weg. Ja, lol. Der Gigant besiegt. Wir müssen uns vielleicht ein bisschen heilen. Für mich nochmal, weil Barrett hat selber Barrett. Jetzt bräuchten wir halt auch irgendwann mal wieder eine MP-Heilung. Also wenn ich jetzt in die völlig falsche Richtung laufe, dann weine ich ein bisschen. Ja, dann fahre ich das nächste Mal mit Chocobo. Mit dem Chocobo-Taxi. So. Keine große Sache. Würde ich mir halt so Sachen einfach merken, wo was ist. Hoppala. So, dann hat man das Problem gar nicht. Aber ich merke mir doch sowas nicht. Also ich weiß auch, dass wir vor der Tür standen und ich es gemeint finde, dass wir sie nicht aufgekriegt haben. Aber das war es halt auch schon. So, jetzt aber im immergrünen Park.
Und erstmal auf die Bank sitzen. Wir brauchen nämlich ganz dringend MP. Aber die Kanalisation war doch theoretisch hier unten. Ja. Wobei das ja eigentlich unterirdische Shinra-Dinger sind und nicht die Kanalisation. Oh, wo ging es denn nochmal in die Kanalisation? Ja, nee, eben nicht. Ja, zurück zur Oberfläche. Wo ging es denn nochmal in die Kanalisation? Belastend. Ich dachte jetzt eigentlich, das wäre bei den Rohrleitungen da hinten, aber da war ja nicht das Symbol auf der Karte. Okay, ich schau mal, weil hier haben wir ja nichts. Hier ist ja auch nirgends die. Ja, das ist ja das Kolosseum, das Ding. Na. Corneo Kolosseum. Nee. Wo sind denn hier die Chocobo-Viecher? Da. Warum lockt ein geschützte Schnellstraßen? Ja, da war ich ja gerade. Also sie kosten uns nichts, oder? Ja, null. Okay. Wo ging's nochmal? In die Kanalisation. Muss gerade ehrlich überlegen. Wir waren da bestimmt schon ein paar Mal. So. Bahnhof. Aber wir haben halt überall nicht diesen. Pfad des Mutes? Nee. Bahnhofspfad, Sechskanthügel. Das ist Aerith House. Zentrum. Ja, so wie es aussieht, werden sie die Leute aus Sektor 7 hier übernachten lassen müssen. Ich glaube, wir können uns den Zug ansehen. Erst die Reaktoren. Wo ging's denn die Kanalisation? Ist was? Die. Karte von Midgar wird mir auch nichts helfen. Doch, da, Kanalisation. Aber wie komme ich da hin? In den Slums von Sektor 6? In den Slums von Sektor 6 komme ich in die Kanalisation? Lol. Okay, dann zurück nach Sektor 6. Um...
Im Erschließungsgebiet? Gehen wir zum Walmart, ja. Achso, es kommt wieder der Ladebildschirm. Ich dachte, wir wären schon hier. So willst du, ich gehe immer, weil das ja viel mehr bringt. Aber ich will jetzt nicht noch fünfmal von rechts nach links laufen, bis ich das finde. Oh. Ich bin schon echt froh, dass wir Musik im Ladebildschirm haben. Weil ich gerade echt überlegen muss, wie man in die Kanalisation kommt. What? Wenn ich jetzt die Karte von Midgar mir anschaue, muss ich in Richtung Slums von Sektor 7. Ja, das ist 6-5. Tor zu den Slums. Das hier doch. Ah, lol. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Gerade in die falsche Richtung, oder? Nein, stimmt schon. Ja, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Ach, bin ich doof. So. Jetzt sind wir wieder hier. Nee, das ist die Straße, das ist falsch. Wo ist es denn hier? Ach, anderes Ding. Vergesst nicht in aller Ruhe zu laufen. Das ist kein Rennen. Was? Hier. Nee, doch nicht. Hä? Ich dachte, ich wusste, wo ich hin muss. Zu den Slums. Aber hier war doch irgendwo so eine kleine Leiter, wo es runterging, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Hier nicht. Hier nicht. Alle mal hergehört. Packt eure Sachen zusammen. Wir brechen bald auf. Hier nicht. Wir hat uns etwas zu essen besorgt. Da auch nicht. Das sind nicht, ist nicht die Kanalisation. So halt. Die, die zuerst evakuiert wurden, sind sicher schon weiter. Vielleicht muss ich doch darunter. Ja. Oh Mann. Ich muss mich umsetzen. Aua.
Aber hier haben wir halt auch null Anhaltspunkte, wo wir sind. Entschuldigung. Da geht's halt runter in dieses Testgebiet. Oh, da will ich doch gar nicht hin. Ja, genau, da bin ich jetzt. Ja, jetzt bin ich hier. Oh, ich verarsche mich doch. Ich verkackeiert mich. Meine Mama verscheißert mich. So. Wie zum Teufel komme ich denn da hin? Wie kam ich denn nochmal in die Kanalisation? Ach so. Ja. Ja, das ist nicht die Kanalisation. Ich war jetzt vorhin rechts der Kanalisation, dann war ich auf einmal links in der Kanalisation, aber ich weiß nicht, wie ich dazwischen hinkomme. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Jetzt bin ich wieder hier. Aber die Karte von Midgard, die ist jetzt wieder rechts davon. Ich habe keine Ahnung, wie ich in die Kanalisation kommen soll. Ich dachte halt, echt, das ist in der eingestürzten Schnellstraße in der Rohrleitung. Aber war es halt auch nicht. Weil jetzt bin ich wieder auf die Karte von Midgard, bin ich wieder weiter weg. Und ich war einfach blind. Das kann natürlich auch sein. Dass ich einfach früher ein Blindfisch bin. Aber ich kann mich doch erinnern, dass hier unten irgendwo eine Scheißtür war, wo wir nicht rein konnten. Ich meine, den Raum hat man ja sogar auf der Straße gesehen. Quatsch. Den Raum haben wir sogar auf der Karte gesehen. Jetzt muss ich wieder gegen diese Viecher kämpfen. Ah, verdammt nochmal. Verdammte Axt. Und da sind sie tot. Wir sind doch mittlerweile fast
schon fast wieder ein Level aufgestiegen. Jetzt sag mal jetzt. Nur weil wir zu blöd sind, Cornelius Schatzkammer zu finden. Ey, das darfst du ja nicht keinem erzählen. Jetzt sind wir halt wieder hier. Ah, wie kommen wir denn hier hin? Jetzt sind wir jetzt genau den falschen Weg gegangen. Da geht's doch runter. Warum lässt du uns nicht runter? Vielleicht müssen wir in die Gaunerstiege. Aber warte mal, ich kann ja immer noch... Da Gegner... Nicht Gegner, da... Quatsch, Gegenstände. Stillgerät der Bereich zur Schlammaufbereitung. Stillgelegter Bereich zur Schlammaufbereitung. Wir sind doch da damals runter. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir wieder hoch sind. War das da unten, wo wir... Oh, ich will nicht wieder gegen die kämpfen, die sind scheiße. Wo wir... diese Schildkröten hatten? Hi, Batsch. Direkt doch mal. Oh Mann. Putz, 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 putz. Das so habe ich gar nicht. Barrett kann aber Magie. Und tiefer kann auch. Quatsch. Und ich kann. So. Weg aus der Erdspalte. Nicht Zeit machen, bis wir am Ziel sind. Huch. Nicht einfach immer da reinlaufen. Bis wir am Ziel sind. Quatsch, das ist nur die Truhe. So schnell aufbereitung. Das Spiel verlangt gerade alles von mir ab, weil ich keine Ahnung mehr habe, wo irgendwas ist. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du was? Hier hinten ist halt auch, nur einfach eine Kiste gewesen, jawohl.
Ich bin nämlich dezent dumm. Ich bin halt wieder am Arsch von irgendwo. Der zeigt mir halt nicht an, wo genau ich hier bin. Und nirgendwo ist halt dieses Kartenzeichen, dass ich wenigstens ansatzweise wüsste, wo ich hin muss. Quatsch. Die Zeit rennt. Jawohl, Herr Soldat. Ich habe halt echt keine Ahnung, wo diese scheiß Kanalisation mehr ist. Dann übernimm. Hier kommt Barrett. Huch, Barrett hat schon für 28 erreicht. Können wir mittlerweile wieder... Ja, Barrett. Alles. Okay. Oh, lol. Aber ich habe nur 8. Da kann ich die magische Attacke aufleveln. Sturmgewehr. Kriegt jetzt auch ein neues dazu? Ja. Ja, lol. So, die Atomschere kriegt auch eine 9 dazu. Wahrscheinlich die Waffenstufe gestiegen ist.
You were a soldier first class, right? Yeah.